Was für ein verrücktes Teil. So ein Roller habe ich noch nie gesehen. Oh. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was ist das denn für ein Ding? Ich kann es euch sagen, denn bevor er auf den Markt kommt, habe ich ihn zum Testen bekommen. Das hier ist der M8 von Your Better. Und puh, wo soll ich da anfangen? Vielleicht ja mit dem Design, aber auch hier, wo soll man da beginnen? Ganz allgemein, ich finde, das Teil sieht aus wie ein Militärfahrzeug, also weniger ein gepanzertes Schutzfahrzeug, vielleicht eher etwas, um auf der Base herumzufahren. So eine typische creme- bis sandfarbene Lackierung, dazu die Taschen links und rechts, die das Thema dann auch mit dem Camouflage-Look aufgreifen. Die Taschen lassen sich übrigens auch abnehmen und das Konstrukt lässt sich auch noch erweitern, etwa mit so einem Korb hier vorne. Der war bei meinem Vorserienmodell leider noch nicht mit dabei. Auch diese Plaketten hier haben etwas Militärisches irgendwie und apropos erweitern, den M8 könnt ihr auch noch mit einem Sitz erweitern. Ja, ganz genau, dieser Sattel, der übrigens ziemlich bequem ist und für ein noch größeres Komfortplus übrigens auf einer gefederten Sattelstange sitzt, der lässt sich mit nur zwei Schnellspannern hier anbringen und das sind im Grunde zwei Fahrradsteckachsen, würde ich sagen. Ganz schön abenteuerliche Konstruktion hier, aber das gilt ehrlich gesagt auch für das gesamte Bild, was ich von dem Teil habe. Der Sattel lässt sich an seiner Stange, wenn wir uns unterwegs doch gegen diese Variante entscheiden, auch noch einmal umklappen bzw. einklappen. Das ist auch praktisch, wenn man dauerhaft mit Sitz unterwegs ist, den Roller aber zum Lagern oder Verstauen möglichst klein halten will. Außerdem lässt sich die Sattelstange noch einmal in ihrer Höhe auf verschiedene Größen verändern. Darüber hinaus lässt sich auch die Lenkstange einklappen. Das geht ganz gut von der Hand. Durch den Haken hier rastet der auch hinten ein und dann kann der Roller recht leicht auch getragen werden. Erfreulich ist, während der Fahrt klappert oder wackelt nichts in diesem Bereich. Der Mechanismus ist stabil und fühlt sich sicher an, ganz im Gegensatz zu dem des Sattels. Neben den angekletterten Taschen im Camouflage-Look links und rechts hat der M8 auch noch so ein mittiges Fach. Da lässt sich auch nochmal was verstauen bei Bedarf. Allzu leicht sollte das dann aber nicht sein. Da hätte ich zumindest etwas Angst, dass mir das da während der Fahrt rausfliegt. Passiert ist in meinem Fall aber nichts. Aber die Taschen an sich sind echt super. Klar, es wird kein Lastenfahrzeug jetzt hier daraus, aber wenn man mal was Kleines mitnehmen will, so ganz ohne Rucksack und Co., ist das schon praktisch. Und selbst wenn es nur das Schloss für den E-Scooter ist, es ist einfach ziemlich nützlich, zumal diese Form der Beladung den Schwerpunkt des Scooters nicht zu dessen Nachteil verändert. Es ist halt keine Tasche, die vorne in mittlerer Höhe oder so hängt. Nein, das Gewicht liegt dann schön weit unten. Einziges, worauf man aufpassen muss, ist eben, dass man zwischen links und rechts relativ gut ausbalanciert. Und wie wir sehen, unter dem Klett sitzt der Akku. Ich finde, das sieht hier eigentlich ziemlich danach aus, als könnte man den auch abnehmen. Das wäre natürlich richtig cool, geht hier aber leider nicht. Sei es drum, mit seinen rund 16 Kilo an Gewicht lässt sich der Your Better Scooter wirklich gut und noch angenehm mitnehmen und eben bis zur Steckdose tragen. Wird er dort vollständig aufgeladen, reicht die Power, um bis zu 45 Kilometer weit zu fahren. Naja, unter Realbedingungen mit etwas Gewicht und einigen Steigungen werden da schnell aber auch mal nur 30 oder weniger Kilometer draus. Ein Langstreckengefährt ist der M8 eher nicht. Seine 518 Wattstunden Batterie liefert für den Alltag der meisten Nutzerinnen und Nutzer aber sicherlich genügend Reichweite. Und lasst uns über den Elefanten im Raum reden. Wie soll man auf diesem Teil fahren, wenn der Sitz nicht angebracht ist? Normalerweise bei E-Scootern gibt es da ein Trittbrett. Das wäre dann genau da, wo wir hier dieses praktische Ablagefach finden. Und da kommen beim M8 diese beiden klappbaren Teile hier ins Spiel. Denn ja, genau da sollen die Füße drauf. Auch das ist eine klare Besonderheit hier beim Your Better, die erst einmal etwas Übung erfordert. Aber nach einem anfänglichen Anflug von, ich glaube, da falle ich gleich runter und zumindest bei mir, bedenkt, dass die Dinger doch bestimmt abbrechen während der Fahrt, ging das ehrlich gesagt ziemlich gut. Es ist aber nicht nur so, dass man denkt, ja, klappt auch mit den Füßen hier. Nein, es bietet sogar richtige Vorteile. Denn dadurch, dass man die Füße so weit auseinander parallel zum Body des Gefährts stehen hat, bietet sich hier ein ganz neues und total gutes Lenkgefühl. So ein bisschen, und die Betonung liegt hier wirklich auf ein bisschen, ist das dann mit einem One-Wheel vergleichbar, denn auch da klappen sich ja links und rechts zwei Fußrasten aus und was soll da jetzt der Vorteil sein? Wir können hier sehr viel und sehr gut mit Gewichtsverlagerung arbeiten beim Lenken.
Tatsächlich finde ich das recht schwer zu beschreiben, aber diese Fußstellung ist prädestiniert dafür, in Kurven das Gewicht auf die ein oder andere Klappe zu verlagern, und durch die Position weit außen geht der Roller so richtig schön mit in die Kurven. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Gleiten, das daraus resultiert, und selbst schärfere Kurven kann man, ja, zugegeben nach etwas Übung, damit ziemlich clever und ziemlich spaßig meistern. Und darüber hinaus verleitet das so richtig zum Hin- und Her-Cruisen, zum Gleiten. Den Gleiten, finde ich, trifft es für das Fahrgefühl ziemlich gut. Fahrspaß ist hier definitiv vorhanden und vor allem, zumindest für mich, eine ganz neue Art des E-Scooter-Fahrens. Kleines, aber definitiv nicht zu vernachlässigendes Manko, zumindest zum Zeitpunkt, zu dem dieses Video hier entstanden ist: der M8 hat keine ABE, also keine allgemeine Betriebserlaubnis in Deutschland, sprich, den bekommt ihr hier nicht versichert, was aber Pflicht wäre. Daher erfolgen diese Aufnahmen hier auch auf abgesperrter Strecke. Was man aber auch sieht, der Platzhalter für das kleine Versicherungskennzeichen ist vorhanden, und ich habe das Team mal gefragt, wie es denn damit aussieht mit der ABE, und da hat man mir gesagt, dass man da doch recht optimistisch ist, die bald liefern zu können, und derzeit arbeitet man mit Hochdruck daran, die auch zu bekommen. Es ist jetzt ja auch noch früh genug, der M8 soll so Ende Februar, Anfang März bestellbar sein, zu den Preisen weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt leider aber noch nichts. Und das größte Hindernis, das einer ABE bei den meisten E-Scootern gegenübersteht, ist die Geschwindigkeit, die zu hoch ist, und die Power, die zu stark ist. Beides haben wir hier nicht, der Motor hat 350 Watt, also völlig okay, ist bürstenlos und sitzt im Hinterrad, das passt also. Die Höchstgeschwindigkeit liegt hier derzeit bei 25 km/h, aber die könnte man ja noch auf die erlaubten 20 oder mit Toleranz eben 22 km/h runterdrücken. Über die Software dürfte das ja kein Problem sein. Wäre jedenfalls schade, wenn dieses witzige Teil wegen 3-4 km/h nicht seinen Weg auf unsere Straßen finden würde. Bleiben wir noch beim Motor, denn da gibt es auch noch was zu bequatschen. Wenn wir in der Ebene unterwegs sind, dann ist der okay, dann ist der völlig ausreichend, haut mich jetzt keinesfalls vom Hocker, aber eben ausreichend. Anders sieht es da leider bei Steigungen aus. Da ist er mir dann doch deutlich zu schwach auf der Brust. Ich schiebe das jetzt mal hoffnungsvoll auf die Tatsache, dass ich hier noch mit einem Vorserienmodell unterwegs bin, aber das muss wirklich noch besser werden. Zumindest wenn man im normalen Modus unterwegs ist, denn über das Menü lässt er sich hier noch etwas tunen. Durch so einen geheimen Code, nenne ich es mal, kommt man dann auf eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h und macht damit, man ahnt es, wirklich noch einmal deutlich mehr Spaß. Hier müsste dann die Steigfähigkeit bei geringerer Geschwindigkeit und etwas mehr Spritzigkeit gegeben sein, dann wäre es wirklich die perfekte Mischung. Um wieder zum Stehen zu kommen, wird natürlich gebremst. Wir haben hier eine Bremse mit an Bord, klar, die neben der Mechanik hier auch nochmal elektrisch unterstützt wird. Das erfordert etwas Eingewöhnung, sich da auf den richtigen Bremspunkt einzustellen, klappt dann aber ganz gut. Lediglich der letzte Biss fehlt mir hier ein wenig, das sollte man beachten. Gleichzeitig, wenn ihr dann bremst, blinkt das Rücklicht noch auf, das könnte generell ein wenig heller sein, dafür hatten wir hier aber auch gutes Wetter, dann ist es etwas trüber oder dunkler, dann kommt es auch mehr zur Geltung, und bei solchen Sichtverhältnissen gilt es dann ja auch umso mehr gesehen zu werden. Frontlicht ist gut, hier unten ist es angebracht, lässt sich im Winkel etwas anpassen und über die Bedieneinheit aktivieren, was auch fürs Rücklicht gilt. Bleiben wir bei der Bedieneinheit, die ist recht rudimentär, muss man sagen, viele Infos bekommen wir hier nicht, können aber zwischen drei verschiedenen Stufen switchen, die dann bis 15, 20 oder maximal 25 km/h Unterstützung ermöglichen. Wie schnell man ist, bekommt man hier natürlich angezeigt. Den Batteriestand, der lässt sich natürlich auch ablesen. Eine typische E-Scooter-Klingel ist hier auch mit an Bord, und Gas gegeben wird auch ziemlich klassisch mit diesem Daumengas hier an der rechten Seite. Da erfolgt die Dosierung auch ziemlich gut. Das ist mir nicht zu ruckartig, das ist eigentlich relativ weich und lässt sich gut dosieren. Kabelführung hier vorne, die geht auch in Ordnung, also eine echt runde Sache. Aber ganz so leicht fällt mir ein Fazit zum YourBetter M8 dann doch nicht, zumindest noch nicht, denn das fasse ich nochmal zusammen, die ABE steht noch aus und damit steht und fällt auch sein Erfolg auf unserem Markt. Außerdem muss der Motor unbedingt noch abgestimmt werden, die Power, um Spaß zu machen und vernünftig voranzukommen, die hat er ja, lediglich die Balance ist noch nicht so richtig da, wo sie mal hin soll. Und letztendlich kommt es natürlich auch auf den Preis an, vielleicht ist der ja schon bekannt, wenn du das Video schaust, als ich es gemacht habe, war dem jedoch noch nicht so. Wenn an diesen Stellschrauben noch ein wenig in die richtige Richtung gedreht wird, dann gibt es mit dem YourBetter M8 einen in vielerlei Hinsicht besonderen Scooter. Witzige kleine Transportmöglichkeiten, ein ganz und gar eigenständiges wie eigenwilliges Design und damit verbunden auch die Fahrerposition, die noch einmal einiges an Fahrspaß bringt, den man bei anderen Modellen so bauartbedingt gar nicht erst ausschöpfen kann.
Aber was denkst du von dem Teil? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Auch Fragen sind da bestens aufgehoben. Und dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, wenn es dir gefallen hat. Und ein Abo würde nicht nur mir ungemein weiterhelfen, sondern dir auch immer die neuesten Videos frei Haus servieren. Dieses hier ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.